Ja, Majora's Maske besiegt! Hui! Herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask. Wir sind auf dem Mond. Wir sind in den letzten Zügen dieses Let's Plays und sind gerade dabei, mit den vier, jetzt nur noch zwei, Kindern Verstecken zu spielen, um dem Endboss Majora's Mask ein bisschen näher zu kommen. Dieses einsame Kind da, das wird zum Schluss schon seinen Spaß haben. Werdet ihr sehen. So, bist du? Nein, du bist aus dem Phantom-Tempel. Wo ist denn dein anderer Kollege? Da! Stopp! 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 Hä? Pass auf mit der Maske, nicht dass du mir in den Kopf stichst. Ich bin Maskenhändler, ja? Klar, guck mal hier, meine wertvolle Hasenmaske. Gib ich nur ungern her. Mehr davon. Mein Gott, bist du süchtig, ey. Huch. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Was macht dich süchtig? Ich meine, wenn es dich süchtig macht, macht das andere auch süchtig. Hier, du kriegst meine wertvolle Maske. Dafür habe ich 500 Rubin bezahlt, ey. Passt gut darauf auf. Dankeschön. Verstecken, ich versteck mich. So, jetzt kommt der Zora an die Reihe. Das ist eigentlich auch ganz cool. Muss man sich eigentlich nur den Weg merken oder den richtigen Weg halt schwimmen. Ansonsten hast du verkackt. Ist das der falsche Weg? Hast du verkackt. Und zwar hier. So, so einmal rein. Zoom. So, wie war denn das nochmal? Ich glaube links. Dann rechts. Oh, fuck. Dann nochmal links. Ah, dann war das falsch, glaube ich. Jetzt rechts. Dann nochmal links. Ich weiß halt gar nicht mehr. Ich weiß halt echt nicht mehr. Kann sein, dass wir hier falsch sind. Ja. Oh nein, da war ein Herzcontainer. Da war ein Herzcontainer. Jetzt, wo ich schon mal da bin, kann ich mir den holen und dann kriege ich den nicht. Also dann war das links. Wie war das denn? Links, rechts, rechts? Oder... Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube links. Nochmal links. Und dann rechts rüber. Und dann geradeaus. Ich weiß das. Ich weiß das nicht mehr. Da muss ich echt raten. Jawohl! Richtig geraten. Das ging doch super. So, jetzt brauchen wir wieder drei Masken. So, zack. Kriegst du Kaffees Maske, ey. Du hast mich gefunden. So, guck mal, diese drei Masken, die wir jetzt abgeben, die haben alle was mit Kaffees Quest zu tun. Hier. Die hätten wir ganz am Anfang, die haben wir ganz am Anfang gekriegt. Die haben wir von dem Händler vom Kuriositätenladen bekommen. Darf ich dich eine Frage stellen? Klar. Das einzig Wahre. Was mag das wohl sein? Ich frage mich, wenn du das einzig Richtige machst, macht das wirklich alle zufrieden? Ja, wie gesagt, also meine Frage wäre, diese sinnlosen Thesen. Machen die anderen auch Thesen? Ich meine, wenn du Thesen machst, machen andere auch Thesen? So, und dem anderen Typen müssen wir jetzt vier Stück geben. Das ist unbegreiflich. Guck mal, wir werden das jetzt hier mal ein bisschen beschleunigen. Indem wir einfach mal rückwärts gehen. So, wo läuft denn der letzte Typ hier lang? Wo ist er denn? Wo ist er? Wo ist er? Ja, ja, wo ist er denn? La, 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 la. Da ist er! Halt! Warten Sie, ich möchte mit Ihnen spielen. Hallo. Hä? Ach, schönes Wetter. Ja, klar. Ja, ich bin Maskenhändler. Ja, genau. Guck mal hier. Guck mal, hier habe ich zum Beispiel bei einem Typen auf der Hühnerfarm gewonnen. Und die? Ja, die habe ich von einem Typen gekriegt, der nur geheult hat. Ey, voll die Rotzfahne. Und das habe ich auf dem Wagen gewonnen, ja. Mit einer sexy Begleitung, ja. Der will vier Stück haben, Alter. Ist ja verrückt. Meine Maske der Giganten. Oh, nö. Ja, ich bin nett. Lass uns anfangen zu verstecken. Geil. So. Ich rüste mich mal aus. Ohne Pfeile. Damit machen wir mal Bomben noch mit dazu. So, kriegen wir hier schon ein paar Items? Ja, oder? Hier kriegen wir nur Rubies. Das ist aber kacke. Das finde ich aber nicht so geil. Ich brauche aber Pfeile. Sonst komme ich schon hier nicht zurecht. Nein. Oh, oh, was kommt jetzt? Ach, dich hatten wir doch in den Bergen, oder nicht? Ey, wo ist ein anderer Kollege, ne? Wollt der nicht? Hat er keinen Bock mehr auf mich gehabt? Ah, komm her, ey. Guck mal, so macht man das hier. Zack. Zack. Schon bist du down, mein Freund.
So, hast du ein paar Pfeile oder so? Fuck, der hatte auch nichts. Aha. Was machen wir denn jetzt, wenn ich keine Pfeile habe? Bam! Gut, da kommt nichts dabei raus. Kriegen wir nur Kopfschmerzen. Öffnen. Oh nein. Du schon wieder. Hey, hey. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Guck mal, ich bin hier, Freund. Fuck, fuck, fuck. Oh, oh. Guck mal, ich bin hier. Zack. Der ist immer noch nicht tot. Ich hab ihn doch erst im Felsenturm. Ich hab den nicht zertan, Alter. Oh, oh. Fuck. Guck mal, ich bin hier. Zack. Und tot. Und tot. Und tot. Bam. Bitte, lass uns Pfeile kriegen. Bitte. Ich hoffe, da oben sind Pfeile drin, ey. Ich hoffe es. Ich hoffe es einfach. Ja, wie kommen wir jetzt da hoch? Haben wir hier vielleicht... Ah, nein. Ganz einfach hier. Zack. Ganz easy peasy. Und es ist was drin, ne? Oh, der Mond bebt. Pfeile! Jawohl. Meine Gebete wurden erhört. So, danke. Tschüss. Oh, nein. Ein Eisenprinz. Oh, oder eine Eisenprinzessin? Weiß ich nicht. Wow. Zack, zack, zack. Bam. Bam. Komm. Boah, fuck. Das war knapp, das war knapp. Bam. Oh, oh. Oh, nein. Oh, der hat uns voll erwischt, ey. Voll erwischt. Oh, oh. Mensch, du bist aber schnell mit deiner Axt da. Oh, fuck. Ich bin da tot. Ich bin da tot. Oh, das war knapp. Das war knapp, ey. Ja, oh, oh. Sag mal, wo fässt der sich eigentlich hin, ey? Der ist doch gar kein Herz. Noch eine Kiste. Armjellenkiste. Mal gucken, was da drin ist. Ich glaube, da war ein Krobbelmi, nicht? Wie viele Stück haben wir? 10? 10 Stück nur? Und hier oben war doch... Genau. Oh, oh, fuck, fuck, fuck. Bombe, Bombe. Ha. So, aber was ist jetzt, was wäre, wenn wir das mit den 10 Krabbelmi nicht hinbekommen? Da kann ja durchaus sein. Aber ich bete mal, dass wir das hinkriegen. Ja. Ha, 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 ha. Guck mal, dat, jetzt haben wir nur noch 9 Versuche. So, genau, mittig. Und ab dafür. Das klappt wieder nicht. Fuck. Sollen wir es vielleicht mal so rumprobieren? Ich weiß das nicht. Ich probiere das einfach mal so rum. So, es müsste gleich da vorbeikommen. Fuck, nicht ganz, nicht ganz. Hat nicht ganz geklappt. So, ich versuche das jetzt nochmal. Bitte, bitte, ey. Ich hab nur noch 6 Versuche. Da kommt es. Bitte, 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 bitte. Jawohl! Alter, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, ne, dann wären wir hier echt auf verlorenem Posten gewesen. Dann hätten wir nicht weiterspielen können. Weil ich meine, ohne Minen, wie willst du denn das Loch da oben gesprengt kriegen? Da kriegst du doch alles ja nicht hin. Bam, 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 bam. Das ist noch ein Herzcontainer, den hole ich mir aber jetzt. Jetzt, wo er schon mal auf dem Weg liegt. Ich habe jetzt einen weiteren Herzcontainer. Wow! Aber wenigstens haben wir die gesamte obere Reihe voll gekriegt, hä? Was muss ich denn machen? Was muss man denn hier nochmal machen, hä? Bin ich denn... Ach, guck mal. Jetzt kommt wieder die Scheiße. Müssen wir uns genau mittig hinstellen. Bisschen so. Und ab dafür. Gut, das war nix. Wir versuchen das mal von weiter hinten. Wir haben nur noch 5, ne? Das ist uns bitteschön allen bewusst, dass wir nur noch 5 Versuche haben. Komm. Nein, du scheiß Vieh, ey. Kannst du nicht vorher explodieren? Boah, ey. Dann, wenn es explodieren soll, explodiert es nicht, ey. Das kann doch echt nicht wahr sein. Das Ding will mich verarschen. Wir sind sonst gearscht, ne? Wenn das jetzt nicht klappt, haben wir keine Krabbelminen mehr. Wie willst du denn aber... Hä? Wie willst du das denn sonst schaffen?
Also jetzt mal, ne? Im Vertrauen, wie willst du... Wie willst du das schaffen? Das schaffst du doch sonst gar nicht. Ich versuch das nochmal so, wenn wir das vielleicht ein bisschen in der Hand halten. Oder wir müssen das vielleicht genau treffen, wenn es da ist. Oh, hat geklappt. Puh. Vielleicht musst du es auch nur genau in die Ritze da fahren. Vielleicht war das ja der Hauptgrund. So, jetzt aktivieren wir da oben nochmal den Augenschalter. Und können da endlich durch. Hui. So. Summ. Gefunden. So, jetzt gehen wieder noch die restlichen Masken. Arschloch, ey. Die letzte Maske, die letzten vier Masken. Hier. Die haben wir im Ikana Canyon gefunden. Die haben wir im Ikana Canyon gefunden. Die haben wir im Ikana Canyon gefunden. Gut, ich meine die Maske davor nicht. Kamarus Maske. Der göttliche Tensor. Der göttliche Tensor. Dankeschön, du bist nett. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Dein wahres Antlitz. Welch ein Gesicht trägst du? Ich frage mich das Gesicht unter der Maske. Ist das dein wahres Gesicht? Ich trage keine Maske! So, jetzt haben wir alle Masken abgegeben. Punkt. Punkt. Fertig. Bis auf die drei Verwandlungsmasken haben wir keine mehr. Und jetzt kommt das letzte Kind zum Zug. Oh, da sitzt er so ganz alleine. Und wir kriegen gleich eine richtig geile Maske. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen sollen. Oder im nächsten Part. Ach, ich glaube, das... Ich glaube, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Reden. Alle sind jetzt fort, oder? Ja, leider. Möchtest du mit mir spielen? Klar. Du hast nicht zufällig ein paar Masken übrig? Gut, dann machen wir halt was anderes. Lass uns Räuber und Gendarmen spielen. Genau, das spielen wir. Boah, die heftigste Maske. Du hast das Gesicht der grimmigen Gottheit erhalten. Kann es sein, dass die dunklen Mächte, in die dieser Maske schlummern, noch verheerender sind als Majora selbst? Drück jetzt hier und finde es heraus. Bist du bereit? Du bist der böse Räuber. Und weil du böse bist, musst du davonlaufen. Prima, oder? Gut. Spielen wir. Spielen wir? Fragezeichen. So. Hier sind wir jetzt in dem finalen Raum. Hier ist der Endboss. Und wir ziehen die Maske der grimmigen Gottheit mal auf. Boah! Unsere vierte Verwandlungsmaske! Sieht wieder große Link aus. Und guck mal, was der für ein fettes Schwert hat. Bam! Auf geht's! Zum finalen Bosskampf. Was passiert denn? Aha, die vier Masken, die wir aus den Endbossen bekamen. Hier dann eine Wand. Und da ist Majora's Mask. Oh mein Gott. Der finale Endboss, Majora's Maske. Darauf haben wir die ganzen letzten 70 Parts drauf hingearbeitet. So, Taya, erzähl mal was. Nutze deine Erfahrung. Wenn die Vorderseite eines Gegners unbesiegbar scheint, was ist dann mit der Rückseite? Oh, du meinst... Und guck mal, wir können diese geilen Lichtpfeile hier abschießen. Und dann haben wir sie ganz leicht erledigt, ey. Das ist echt Wahnsinn. Was machst du denn jetzt, ey? Und die Masken kommen mir jetzt nämlich zu Hilfe. Das schaffen sie aber nicht, weil ich bin zu stark einfach mit der Maske. Komm doch hier. Zack. Zack. Zerburn. Bam. Du auch schon zerburn. Zwei auf einmal. Wow, Dino! Volle Beine gestellt. Bam. Bleib stehen! Bleib stehen, du blöde Maske! Das kann doch nicht wahr sein. Die bleibt einfach nicht stehen. Aber draufdrücken, Irgendwann haben wir sie. So, mein Freund. Bam. Bam. Haha, das war's. Ja, Majora's Maske besiegt. Hui. Tja, das scheint's wohl gewesen. Was? Was ist das denn? Die Maske entwickelt ein Eigenleben? What? Was ist das denn? Fünfi. Oh, man ist total aufgeregt. Majora's Inkarnation.
Und guck das mal an, ey. Der Typ ist voll durchgedreht. Wir holen uns jetzt erst noch mal ein bisschen Mana, nicht? Guck mal, der läuft... Alter, was macht der denn? Der tanzt? Oh, fuck, fuck, fuck. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Ja, guck mal hier. Zack, kennst du die? Kennst du die Dinger hier? Zack, zack. Bam. Bam, 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 komm. Bam. So, erledigt. Jetzt müssen wir es aber haben, oder? Jetzt müsste es das doch gewesen sein. Nein. Aller guten Dinge sind drei. Schön alles durchtrainiert und... Es kriegt ein Gesicht. Und das ist Majora's Magier. So, mein Freund. So, das ist wirklich der letzte Gegner. Komm, bam, bam, gleich haben wir den. Sollte nicht zu lange dauern. Oh, fuck, fuck. Aufgepasst. Wir müssen den nur treffen. Ja, komm, komm. Gleich haben wir dich. Ja. Verbrenne, verbrenne. Verbrenn einfach. Das war's. Oh, oh. Es stürzt alles ein. Es stürzt alles ein. Nein. Oh. Fuck, 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 fuck. Das war's. Oh, was passiert jetzt mit dem Mond? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Die Typen bekommen ja alles nicht mit. Scheint so, als würde sich der Mond jetzt auflösen. Boah, nee, ey, Kacke. Oh. Wir haben's geschafft. Der Mond ist weg. Genau, und die stehen da einfach nur rum, ey. Puh. Wir haben es geschafft. Die Maske ist besiegt. Der Mond ist weg. Alle freuen sich. Alle sind wieder glücklich. Die vier Giganten haben uns dabei geholfen. Meh, hab ich doch gesagt. Hey, alles wird gut. Solange du wild bist. Ein schöner Regenbogen. Das muss ich sagen. Das ist wirklich schön. Dämmerung eines neuen Tages. Aha. Nein, das ist kein Glitch. Unser Pferd. Ah, er ist wach. Der Penner. Aua. Ah, fuck, Kopfschmerzen. Ah, da ist es. Das einsame, in Anführungszeichen, Kind. What? Tja. Mensch, die sehen aber auch komisch aus, ey. Die haben uns geholfen. Ihr habt mich also nicht vergessen? Wieder nicht. Oh, oh. Ihr seht mich immer noch als euren Freund. Deswegen haben die ganze Zeit gemeint, helft unserem Freund. Na komm, freundet euch mit ihm an. Komm, er hat doch sonst niemanden. Jetzt spielen sie einfach ihr Lied und dann gehen sie weg. Ist da traurig, ey. Er hat doch keinen. Jawohl, tschüss. Macht schön alles kaputt. Schön aufpassen, wo ihr hintretet. Achtung. Jawohl. Boah, diese Riesenfüße, ne? Und sie sind weg. Alle vier. Man hört nur noch das Gestampfe im Hintergrund. Ansonsten sind sie alle weg. Alle. So, und jetzt stehen wir da alleine. Hast du mich gerettet? Ja, ich war das. Dank mir. Ich dachte, sie wollen mich nicht mehr... Ich dachte, sie wollen nicht mehr mit mir befreundet sein. Aber sie haben mich nicht vergessen. Gott, ey, hat den Edmund. Es ist schön, Freunde zu haben. Ob wir wohl auch noch Freunde sein können? Oh, 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 oh. Was hätte der für eine Entenfresse da? Das ist den gleichen Geruch an dir wie das Fegen.
Kind in den Wäldern, das mir damals dieses Lied beigebracht hat? Genau! In den verlorenen Wäldern war Ocarina of Time, war auch so ein Kind. Ich weiß, ich weiß. Lass uns etwas tun. Oh, das Böse hat also von der Maske abgelassen. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Grinsebacke. Nun, zumindest habe ich sie wieder. Da ich mich ja nur auf der Durchreise befinde, muss ich euch nun Lebewohl sagen. Tja, Lebewohl. Maskenhändler. Und zieh weiter. Solltest du jetzt nicht aus nach Hause gehen? Wann immer sich Leute treffen, folgt dem auch irgendwann ein Abschied. Aber dieser Abschied muss nicht für immer sein. Es liegt an dir, die Zeit eines Wiedersehens zu bestimmen. Nun denn, du erlaubst. Guck mal, und seht ihr da oben links? Marios Maske, Super Mario. Aber es ist dir gelungen, viele Leute glücklich zu machen. Jene Masken, die du beide hast, sind von Freude erfüllt. Von ehrlicher, wahrer Freude. Tschüss. Dium. Verlauf dich nicht. Und schon ist er weg. Ja, und er hat ein paar Sachen gesagt, die sind wirklich... echt. Die kann man auf dieses Let's Play übertragen. Ich hoffe, ich habe viele Leute damit glücklich gemacht. Mit diesem Let's Play. Wir haben beide gefunden, wonach wir gesucht haben. Hier trennen sich wohl unsere Wege, nicht wahr? Weißt du, für mich war es eine sehr schöne Zeit. Bald wird der Karneval beginnen. Warum gehst du nicht einfach und kümmerst dich um deinen Kram? Wir haben auf jeden Fall den Karneval vor uns. Jawohl! Zu Befehl! Tschum. Los, Epona, auf geht's! Reite. Stefan! Ach ja. Irgendwann muss jeder mal Abschied nehmen. Danke. Oh, guck mal, sie ist ganz traurig. Sie ist ganz traurig, dass ich jetzt wegfahren muss. Und der Karneval beginnt. Hey, ist doch noch alles gut gegangen am Ende. Ende gut, alles gut. Ja, meine Lieben. Mensch. Was soll ich hier noch groß für eine Rede halten? Es ist echt unglaublich, dass so ein super geiles Spiel schon wieder rum ist. Für mich war es erst, oder für mich, wie gesagt, war es mein zweites Zelda-Let's Play. Und mir hat das genauso viel Spaß gemacht, wie das erste Spiel. Und hier hören wir die Indigo Goes. Mit der Frontsängerin Lulu, den Gitarristen. Da haben wir die Frontsängerin. Ja, und während der Abspann hier läuft und ihr der netten Musik noch hoffentlich lauscht, würde ich mich einfach schon mal bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall hat es wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich finde es schade, so beim letzten Part von einem Projekt, wo man weiß, ja, nach diesem Part ist es aus. Vielleicht kommt da irgendwie nochmal ein Re-Let's Play in... keine Ahnung, in einem oder zwei Jahren, wenn ich dann immer noch auf YouTube aktiv bin. Auf jeden Fall ist dieses Let's Play jetzt erstmal beendet. Es ist vorbei. Wir konnten den Leuten in der Stadt helfen. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie viel wir erlebt haben. Ja, das waren ungefähr, glaube ich, müssten das so 72 Parts oder so sein. Oder? Knapp, glaube ich, 70 Parts werden das sein. Und das ist wirklich echt mega. Es vergeht einfach so schnell. Die Zeit ist wirklich unberechenbar. Das ist echt der Wahnsinn. Da sehen wir nochmal den Deku-Stamm. Die Tochter ist wieder da, der Affe ist befreit. Ja, ich bin ja wie gesagt kein Mann von großen Reden. Dieser Part hat natürlich ein bisschen Überlänge. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Da sehen wir den Postboten. Ha! Der Postbote, la 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 la. Wo ist seine Mütze? Ach, die haben wir ja. Ja, also, wie gesagt, ich habe wirklich in jeder Aufnahmesession oder bei jeder Aufnahme habe ich es einfach genossen, weil dieses Spiel einfach so mega hammergeil ist. Ich kann es gar nicht oft genug sagen.
Mir hat das wirklich mega viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wie gesagt, es hat euch auch Spaß gemacht. Bleibt weiterhin am Ball bei meinen anderen Projekten. FIFA ist ja noch am Laufen. Assassin's Creed sollte dann noch am Laufen sein. Das Minecraft Together. Also, es gibt viel Abwechslung auf meinem Kanal zu sehen. Bald bestimmt wieder auch ein Nintendo 64 Spiel. Was es für eins ist, weiß ich noch nicht. Ich hatte vielleicht vor, dass ich mal Kaizo Mario auf dem Super Nintendo Emulator spiele. Aber, ne, da muss ich mir erstmal ein paar Nerven ansammeln. Also für das Spiel braucht man Nerven. Wie Drahtseile. Oder vielleicht mache ich ja noch ein Zelda-Spiel. Was weiß ich, Zelda Link to the Past oder Link Zelda Skyward Sword. Das weiß ich halt nicht. Das steht, wie gesagt, noch alles in den Sternen, was in diesem Jahr kommt. Aber wenn ein weiteres Spiel kommt, wenn ein weiteres Let's Play kommt, dann erfahrt ihr es natürlich immer als erstes bei mir. Hier sehen wir nochmal den traurigen Zirkusdirektor, der jetzt gar nicht mehr so traurig scheint. Mensch, der Abspann geht aber lange. Den hatte ich gar nicht so lange in Erinnerung. Aber natürlich, ne, muss nochmal allen Leuten gedenkt werden. Guck mal, da ist sogar dieser Riesentyp aus den Bergen dabei. Und der Typ mit seiner, hier, mit seiner, wie heißt das, mit seiner Orgel da. Mit seiner zum Mitnehmen Orgel. Da sehen wir nochmal den Ikana Canyon, den Felsenturm. Der geilste Tempel in diesem Spiel. Und da sehen wir nochmal Pamela und ihren verrückten Vater. So. Und jetzt sollte sich, glaube ich, auch das Spiel langsam dem Ende zu, oder die Credits sollten langsam zu Ende gehen. Hier sehen wir nochmal Anju, wie sie jetzt heiratet und ihren Mann in Empfang nehmen wird. Nämlich Kaffei. Guck mal, da sehen wir noch Tingle. Tingle sehen wir da noch. Da sehen wir Hui. So, wo haben wir denn Kaffei? Boah, ist immer wieder Gänsehaut. Da waren wir ja ganz am Anfang. Den Typen kennen wir doch. Ist das vielleicht sein Sohn? Das ist sein Sohn, ne? Der hat doch vorhin, oder der hat doch die ganze Zeit rumgeheult immer, dass sein Sohn nicht mehr da war und wie er immer mit seinem Sohn früher Fang gespielt hätte. So, und da sehen wir auch nochmal den Anfang, wie alles begonnen hat. Auch im Wald, wo uns das Horror-Kid dann überfallen hat. Ja, die Maske, mehr oder weniger war das, ja. So. Und damit endet dieses Spiel. Das ist nochmal eine schöne Karikatur zum Schluss. Link und das Horror-Kid. Schön. Das ist doch mal eines Abschlusses würdig. Muss man wirklich sagen. Und es ertönt nochmal das Lied der verlorenen Wälder. Ja, und ich bedanke mich bei euch nochmal. The End, ganz offiziell, bei dem Projekt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie ich. Und wir sehen uns bei einem anderen Zelda oder bei einem anderen N64-Spiel. Bis dahin, euer HSPLP. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch auch. Bis dahin, ciao, ciao.